In diesem Jahr hieß das Oberthema Junge Region. Ja, und passend zum Motto war es auch der Jugendchor des Theaters für Niedersachsen, der das 28. Entdeckerfest auf dem Opernplatz musikalisch eröffnete. Auch wir waren für Sie unterwegs und den Anfang machen wir heute in Laatzen-Gleiding. Dort war nämlich meine Kollegin Nadine Lutze auf Erlebnistour durch die Obstplantage. Pünktlich zur Erntezeit ist auf der Obstplantage Hane in Gleiding wieder viel los. Neben Birnen, Pflaumen und Beeren bietet Familie Hane auf ihrem Hof noch eine Menge anderer Früchte aus eigener Herstellung an. Seit 1952 besteht der Hof und wird über mehrere Generationen weitergeführt. Beim Regionsentdeckertag 2015 bekommen die Besucher Einblicke in die Welt der Früchteherstellung. Sie können an Touren durch die Lagerhäuser und die rund 30 Hektar großen Plantagen teilnehmen. Dabei erfahren Sie, worauf es bei dem Anbau von saftigem und leckerem Obst ankommt. Für uns ist der Standort erstmal ganz wichtig. Wir haben hier einen sehr günstigen Standort in Südhannover und haben diesen Standort auch dahingehend noch positiv verändert, dass wir sehr viel Heckenpflanzen gepflanzt haben und haben das Mikroklima, was in diesen Plantagen hier herrscht, positiv beeinflusst. Also wichtig zum Beispiel ist, dass wir gerade in dieser Zeit, wo die Äpfel reif werden, eine sehr starke Absenkung der Temperatur nachts haben. Und das erreicht man immer dadurch, dass man sehr viel Grün in den Plantagen hat. Grün verdunstet nachts viel Feuchtigkeit, dann gibt es die Verdunstungskälte, es kühlt sich ab und dann werden die Äpfel schon rot. Ob als Bestandteil für Kuchen, Marmelade oder als fruchtige Beilage, die gesunden Vitaminträger sind bei Groß und Klein beliebt. Ganz besonders, wenn sie selbst gepflückt werden. So kann auch an diesem Tag mit fachkundiger Anleitung geerntet werden. Im Mittelpunkt der Tour steht der Apfel. Etwa 70 bis 80 Äpfel reifen hier an einem Baum. Die insgesamt 25.000 Bäume bieten eine Vielzahl von verschiedenen Sorten. Pomologen stehen den Besuchern zur Verfügung, um mitgebrachte Äpfel zu bestimmen und zu erklären, woran man die unterschiedlichen Sorten erkennt. Also die Äpfel bestimmt man, weil man sich über viele Jahre hin damit beschäftigt hat und ganz die Details genau kennt. Die Bestimmung geht über die Form, über die Kerne, über die Ansicht der Kelchblätter, der Stielgrube, des Stiels, über den Geschmack auch, über die Farbe des Fruchtfleisches. Und das alles zusammen gibt dann meistens eine Idee, was es sein könnte. Dank dieser Tour können nicht nur Kinder etwas lernen. Erwachsene bekommen Tipps für den eigenen Anbau im Garten. Wer keine Möglichkeit hatte, am Entdeckertag in die Welt der Früchte einzutauchen, der kann in 2 Wochen am großen Hoffest teilnehmen. Denn dort geht es auch wieder lecker fruchtig zu.